Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich in Polen war. Und als letztes habe ich ein bisschen eingekauft und wir fangen direkt mal an, dass ich euch ein bisschen meinen Einkauf aus Polen zeige. Falls ihr Lust habt. Oh, kann schon nicht mehr reden, ich bin ein bisschen erschöpft. Ich war wieder in Lubniewice bei meiner Mama. Das ist so 2 Stunden Autofahrt, also ging super schnell. Ich bin übrigens das erste Mal alleine nach Polen gefahren. Ja, die Kinder waren ja im Ferienlager eine Woche, die kommen morgen wieder. Heute ist übrigens Samstag. Und ja, Miriam hatte wichtige Termine, Higmet musste arbeiten und ich dachte, komm, ich nutze mal. Ich war nicht ganz 3 Tage da. Ich habe mir so richtig 2 schöne Mama-Tochter-Tage gemacht. Das war auch mal schön. Ja, genau. Und ich ärgere mich gerade, weil mein Licht hier hinten wieder nicht funktioniert. Oh, ich hasse das. Immer diese LED-Lichter, die leben nicht lange. Auf jeden Fall, wo fangen wir an? Auf dem Markt habe ich einen schönen Honig. Das ist ein regionaler Honig, da gab es ganz verschiedene. Ich weiß jetzt nicht, welche Blüte das ist. Facielowo Szabrowy. Ach, ich muss jetzt wieder googeln. Keine Ahnung, meine Mama meinte, ist gut. Da gab es verschiedene. Auf jeden Fall, ja, ist es da aus der Gegend. Ist nicht günstig, das war um die 10 Euro. Ne? Jetzt, was sind das jetzt? 1250 Gramm. Aber ist halt eben ein natürlicher, regionaler Honig. Dann habe ich eine schöne Kanne gesehen. Wir waren da in einem Küchengeschäft, würde ich sagen. Und meine eine, ich benutze ja keinen Wasserkocher, sondern ich habe einfach so eine Emaillekanne auf dem Herd stehen. Und bei mir ist die drinne schon ein bisschen, hat angefangen zu rosten. Und dann habe ich mir die hier geholt. Fand ich richtig schön, weil die ist in Edelstahl. Ich kann die euch auch verlinken. Ich habe die nämlich bei Amazon auch gefunden. Da kostet sie aber 35 Euro. Ich habe umgerechnet 23 Euro, glaube ich, bezahlt. Ja, also günstiger. Ne? Ansonsten muss ich euch wirklich sagen, wenn man jetzt so guckt, man denkt jetzt, früher war das wirklich so, man konnte wirklich richtig viel Schnäppchen machen in Polen. Mittlerweile sind die Preise dort sehr, sehr, sehr gestiegen, wo man sich dann so fragt, die, die dort leben, für die sind die Sachen dann doch recht teuer. Ja, also man muss halt wirklich gucken. Es ist nicht, dass man denkt so, oh, ich fahre jetzt nach Polen, da kriege ich jetzt alles super günstig. Nee, so ist es jetzt nicht unbedingt. Ne? Also man muss schon schauen. Ah, ich finde die richtig schön, so in Schwarz mit diesem Holz. Ja, gefällt mir sehr gut. Die ist auch eben induktionsgeeignet. Habe ich jetzt ein schönes neues Kännchen. Honig haben wir dann aus dem Garten. Frische rote Beete. Wir haben ja auch noch rote Beete. Unsere ist aber noch nicht fertig. Die, da werde ich mich drum kümmern jetzt die Tage. Dann seht ihr auf jeden Fall rote Beete-Suppe. Ich hoffe, die nächsten Tage ist nicht so heiß, weil wenn es so heiß ist, dann will man nicht unbedingt rote Beete, also will man nicht unbedingt Suppe trinken. Aber ich will auch rote Beete-Salat machen und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Mal schauen. Dann auch frisch gepflückt heute gelbe Paprika. Die ist richtig schön riesig. Schaut ihr euch mal an. Groß, die ist auch richtig schön frisch und klein. Ich liebe ja sowas, ne? Ich weiß gar nicht, ob Higmet auch Paprika eingepflanzt hat. Ich habe da grüne gesehen, aber ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt brauche ich noch Paprika. Dann super, was in Polen, was ich jedes Mal immer mitbringen muss für die Kinder, ist polnische Backwaren. Da habe ich einmal die Pfannkuchen, oder wie man in Berlin Berliner nennt, ne? Aber das sind polnische. Das ist nochmal Next Level, meine Lieben. Dann solche kleinen gefüllten, auch mit Marmelade, solche Plunder-Dinger. Quarkbällchen kennt man auch, aber wie gesagt, es war ein sehr schöner Bäcker. Die macht auch alles sehr schön, sehr so mit ja, guten Zutaten, hochwertig, ist auch nicht so günstig. Da habe ich auch noch ein großes Stück Käsekuchen geholt. Schönes, frisches Stück Käsekuchen. Och, polnischer Käsekuchen, ich sag's euch, ne? Ist dann immer so, ach, oh, lecker. Das sind immer so Kindheitserinnerungen und ja, was man halt so kennt von zu Hause. Ist immer mal schön. Achso, meine Mutter hatte den und zwar so einen Ziegenkäse in Scheiben. Fand ich lecker. Habe ich mal mitgenommen. Dachte ich, schau mal. Butter habe ich mitgenommen. Ich wollte eigentlich mehr Butter mitnehmen. Ich habe ein bisschen zu wenig Butter mitgenommen, weil ich muss wieder Butterschmalz machen. Eigentlich war die günstig. Da gibt es immer so Angebote. Man muss dann gucken. Ne? Also ich gehe dann immer, wenn ich da bin, in Lubniewice, also bei meiner Mama da, kaufe ich immer bei Biedronka oder bei Dino ein. Also wir waren in beiden Geschäften. Und ja, dann guckt man halt immer, was ist so angeboten. Ne? Und da war, glaube ich, nimmst du 3 Butter mit. War die dann irgendwie so nochmal im Angebot oder so? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, hätte ich ein bisschen mehr ruhig mitnehmen können. 40 Eier
vom Bauernhof, frische Eier, frisch geerntet heute und frisch geerntete Kartoffeln. Ich glaube, es sind so um die 10 Kilo Beutel. Oh, mal gucken. Also 40 frische Eier, frisch alles heute gesammelt und frisch ausgebuddelte Kartoffeln. Ja, da haben wir noch den Nachbarsjungen geschickt, dass er noch schnell die Kartoffeln erntet. Ja, um die 10 Kilo oder so. Schmecken halt auch einfach nochmal lecker. Dann auch aus dem Garten ganz viel Petersilie. Ich habe jetzt nicht so viel Petersilie im Garten. Ein Teil schnippel ich mir klein, friere ich mir ein. Ansonsten ja, benutze ich auch viel Petersilie zum Kochen und so weiter. Was ich eigentlich am meisten so eingekauft habe, sind Snacks für die Kinder. Ja, sowas halt, ne? Ich kaufe ja nicht oft so viel Süßigkeiten und so Knabbersachen, aber ja, das ist ja halt auch, ne? Sowas gibt es hier auch, aber meine Mama meinte, es schmeckt lecker. Einfach so eine Kartoffel-Crunchy-Dinger mit Ketchup-Geschmack. Nochmal Schlichte und Zwiebelringe, also einfach wenn die Kinder kommen. Bisschen jetzt in den Ferien haben die was zu knabbern. Hier solche Kekse mit so Karamell, die kenne ich nicht, ich glaube, aber die hatte Miriam sich hier gekauft. Aber die besten, meine die besten Kekse, oh mein Gott, sind diese gefüllten mit Zitronenfüllung. Also das sind so Butterkekse. Das sind so Butterkekse. Drinne ist so eine Sahnecreme und dazwischen ist noch so eine Zitronencreme. Oh mein Gott, und es sind so drei, die sind so zwei Schichten, ja, drei Kekse. Zwei Cremeschichten, oh mein Gott, die sind aber sowas von lecker. Da flippen die Kinder aus. Zweimal in Zitrone, einmal in Schokolade. Und dann, sowas kennt ihr auch, mittlerweile wird das hier auch verkauft. Ne, diese Schokowaffeln, die gibt es ja einmal diese Prinzessa und einmal Gzeschki. Und ich glaube, gibt es noch eine? Ich weiß nicht, auf jeden Fall viel davon. Eins, das ist ein 10er-Pack, zwei, 3 und 4. Ich glaube, ich habe hier noch 2, 3 Avocados mitgenommen. Die waren auch ein bisschen günstiger als wir hier. Deswegen habe ich ein paar mitgenommen. Schoko, Waffelchen. Ah, 4 Avocados habe ich. Achso, und ich habe noch vom Markt Zwiebeln mitgenommen. Da war draußen so ein kleiner Markt. Das ist auch so. Da haben die Leute wirklich alles, was sie so bei sich da haben. Also so Sachen verkauft. Das war dann immer nicht so viel, sondern jeder hat so ein bisschen was. Ne? Der eine, so also stand Auto, wie so auf so einem Flohmarkt. Und dann hat er vor dem Auto, hat jeder so seine Sachen verkauft. Ein bisschen Gemüse, Gurken, Tomaten, Honig eben, sowas alles. Ganz viel Süßes für die Kinder. Diese Waffeln, also es ist einfach so, diese polnischen Waffeln, die sind einfach nochmal extra lecker. Ich krieg die auch hier, aber die sind wirklich nochmal anders. Was natürlich nicht fehlen darf, auch eins der wichtigsten Dinge sind, das ist wie viel Kilo? Das waren 4,3 Kilogramm Käse. Der heißt Radama. Also ich glaube, es ist Edama. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so der gelbe Käse mit Löchern drin. Ne? Den hat meine Mama schon mal mitgebracht. Normalerweise nehmen wir immer den Królewski, also den Königskäse. Aber letztes Mal hat Mama den mitgebracht und der war sehr, sehr lecker. Deswegen habe ich den mitgenommen. 4 Kilo. 150 Zloty. Was macht denn das? Hat meine Mama gesagt. Müsste ich umrechnen. Durch 4. Könnt ihr selber umrechnen. Ich habe keine Lust mehr mit umrechnen. Das war so der kleine polnische Einkauf. Man merkt ja so, wenn man so Sachen aus dem Garten mitbringt oder selber schon im Garten hat. Ich merke da voll den Unterschied, dass ich nicht mehr so viel kaufen muss. Ne? Ich muss keine Tomaten kaufen, ich muss keine Gurken kaufen, keine Zucchini. Also all solche Sachen. Das ist immer, man merkt da wirklich den Unterschied. Das war jetzt eigentlich außer der Käse war für mich Hauptdings, den ich mitnehmen wollte. Ist das halt eigentlich nur so, ja, schöne Leckereien, die man aus Polen geholt hat. Ich muss noch das Video, was ihr hoffentlich schon gesehen habt, zu Ende schneiden. Morgen kommen die Kinder nach Hause. Ja, die haben schon geschrieben. Wir haben so eine Gruppe, wo alle unsere Kids drin sind. WhatsApp-Gruppe, da haben die regelmäßig geschrieben, Fotos geschickt. Die haben uns angerufen. Auf jeden Fall hatten die wieder richtig viel Spaß. Da freue ich mich und bin gespannt, was die morgen zu erzählen haben. Ja, und ab morgen sind die Kiddies wieder da und dann schauen wir mal, wie wir die restlichen Ferien verbringen. Also, falls ihr wieder Ideen habt, was ich so mit den Kids machen kann in den Ferien, was nicht so teuer ist, ne, weil es halt immer so eine irgendwo hingehen, irgendwo Eintritt bezahlen, immer alles zu zehnt, ihr wisst, das ist echt schwierig. Und mir fällt halt auch immer nicht so ein, was ich so unternehmen kann mit den Kids. Ich bin immer so ahnungslos.
Von daher immer gerne eure Tipps und Ideen in die Kommentare. Dann schauen wir mal, ob was dabei ist. Wir haben hier draußen unsere Basilikumsträucher. Die hat ja Hikmet eingepflanzt. Habt ihr bestimmt mal gesehen in den letzten Videos, wie klein die waren. Und die sind so riesig. Wie viele von den Töpfen hast du? 10. 10? Oh. Ja, auf jeden Fall hat Hikmet die dann so ein bisschen geschnitten. Ein Teil von den Töpfen und dann so aufgehangen zum Trocknen. Ich habe zum Beispiel hier so ein Teil frisch reingemacht mit Wasser. Na, wenn ich koche, kann ich den direkt benutzen, wenn ich manchmal zu faul bin, jetzt von der Terrasse was zu pflücken. Und den anderen Rest hat er eben hier so aufgehangen und das ist jetzt schon trocken. Ja, jetzt ist er hier schon am Rupfen. Und haben wir hier richtig schön Basilikum. Das ist ja ein türkischer Basilikum, ne? Deswegen, der hat so kleine Blätter, ist aber auch so praktisch. Ja. Finde ich, man muss den gar nicht klein schneiden. Ich rupfe das einfach direkt so ab und schmeiße es überall rein. Es ist Sonntag. Die Kids kommen jetzt zurück. Wir fahren sie abholen. Ja, ich freue mich. Eine Woche ohne Kinder, ganz ungewohnt. Aber ja, ist ja mittlerweile so das dritte Jahr. Aber ich glaube, mehr als eine Woche wäre zu viel. Ja, auf jeden Fall, wir fahren jetzt los. Ich wollte euch noch zeigen, Hikmet hat hier noch ein paar Erdbeeren gepflückt. Und dann so witzig, wie hießen die nochmal, Melin, die Chilis? Fireball. Wie witzig die aussehen. So wie so eine Kirsche, wie so eine Beere. Witzig, ne? Ja, ich habe nämlich auch Chilis gebraucht, also praktisch. Ja. Und die erste Ladung getrockneter Basilikum, den packe ich mir auch noch in Gläser ein. Und er hat jetzt schon wieder ein bisschen was abgeschnitten und die nächste Ladung zum Trocknen. Ja, also riecht sehr schön intens. Man kann es ja auch als Tee trinken, ne? Habe ich mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht, für was das gut war, den als Tee zu trinken. Naja, aber Basilikum benutze ich ja viel in so Tomatensoßen und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal los, die Kittys abholen. Wir haben einen neuen Fahrer in der Familie. Miriam darf offiziell Auto fahren. Herzlichen Glückwunsch. Konzentrier dich, beachte mich nicht. Konzentrier dich auf den Verkehr. Schön machst du das. Freust du dich? Ja. Ihr seid Bungee-Jumping gesprungen. Das war kein Bungee-Jump. Aber hast du auf dem Seil gehangen oder nicht? Ja. Ja, dann hast du gehangen. Dann war das Bungee-Jumping nur halt nicht so hoch. Das war einfach, man, guck mal, zuerst. Ja. Man fällt 3 Meter ja? Und dann wird es langsam einfach so. Hä? Ach so. Aber freier Fall einfach so, weißt du? Ach 25 so. Meter Höhe. Hä? Was war das, ein Berg? Nein, so, man musste so eine... richtig Dings wackelige Stange hochklettern. Ah, okay. Das habt ihr selber gebastelt. Oh, schön. Ah, schön. Ihr habt das selber geschliffen, ne? Nein. Nicht? Die Herzen nicht selber geschliffen? Ja.
Oh, das haben wir selber geschliffen? Nein, das haben wir selber gemacht. Das haben wir selber geschliffen. Auch selber gemacht. Nein, das konnte man kaufen da. Ah, süß. Mhm. Schwerenstein, ne? Ja. Und so ein Anhänger? Ah, ja, auch dieses. Ja. Aber das ist das Kleine. Ja, denkst du, ich erwarte jetzt was Großes? Das Augen zu machen? Ja. Okay, hast du es gekauft oder selber gemacht? Gekauft. Ah, gekauft. Okay. Ja, weil jetzt muss ich die Schwerensteine machen, da gab es so ein paar. Jetzt auch machen? Ja. Schön. Was ist das für ein Stein? Jade. Ja. Jade kann man als Dings benutzen? Ja, genau. Immer, obwohl es nicht so glatt ist. Hier ist doch dieser, ich glaube, der ist genau gut für unter Auge. Guck. Ja, genau. Ist ein Jadestein, ne? Guasha. Hier, guck mal, kann ich so machen hier. Meine Augencreme einarbeiten hier. Guck mal so. Jo. Genau. Ja, ja. Das ist immer schön, wenn man von woanders was mitbringt. Ja, das ist immer so eine Erinnerung, so Andenken. Wir machen jetzt zusammen einen kleinen Snack. Und zwar, erstens, sorry für dieses Rauschen im Hintergrund, aber es geht nicht anders. Wir haben ja so ein, seit letztes Jahr so eine Art Klimaanlage da, also so ein Gerät, was, ich zeig's euch gleich. Auf jeden Fall, das rettet gerade unser Leben, schon letztes Jahr. Wer es nicht weiß, das Haus, in dem wir zur Miete wohnen, das ist, ich nenne es immer Papphaus, weil es besteht wirklich aus Pappe. Also es, die Außenwände sind reine, wie nennt man diese Trennwände so? Diese Spanplatte, das besteht einfach aus Spanplatten, keine Mauern. So, wisst ihr, wenn du so an die Außenwand klopfst, ist einfach Spanplatte und dementsprechend ist es im Winter hier super, super kalt. Und im Sommer extrem heiß, also hier heizt es sich sehr, sehr auf. Deswegen, das Ding muss laufen, weil ich krieg sonst die Krise hier. Ich krieg sonst die Krise. Und für euch muss ich mich ja immer anziehen. Viele wissen das ja nicht, ne? Manche von euch, die ja jetzt natürlich keine Muslime sind, die wissen es nicht. Die denken, ich, weiß ich nicht, schlafe, dusche mit Kopftuch und alles. Nein, wir sind zu Hause, wenn wir keinen Besuch kriegen von männlichen Besuch, der nicht mit mir verwandt ist. Alles gut, Malik Mustafa, du kannst dich frei bewegen. trage ich kein Kopftuch und laufe mit kurzen Sachen und so weiter rum. Und für euch muss ich mich ankleiden. Und ja, damit ihr Bescheid wisst, ne, es ist einfach gerade super warm hier. Deswegen das Teile. Also, Snack und zwar. Warte, mir fehlt noch was. Unser folgendes: Wenn ich Lust habe auf was Süßes, ihr wisst ja, ich achte so auf Essen, auf Ernährung und so weiter. Mittlerweile habe ich insgesamt 14 oder auch schon 15 Kilo, ich renne jetzt nicht die ganze Zeit auf die Waage, abgenommen. Und ich achte halt immer darauf, dass ich High Protein esse, also dass ich wirklich mehr Proteine esse, was halt super ist. Deswegen benutze ich öfters jetzt solche Eiweißpulverdinger und richtig leckerer Snack, weil ich mag die nicht als Shake trinken, ich mache mir lieber mehr meinen Fruchtkefir. Als die als Shake zu trinken, außer ich habe so einen Protein-Eiskaffee. Das trinke ich aktuell sehr, sehr gerne, weil es auch so warm ist. Mache ich mir mit Eiswürfeln und so weiter. Aber was ich super gerne mache, ist, ich nehme mir so ein Protein. Ich habe mir extra so Proben bestellt, weil wisst ihr nicht, alles schmeckt mir. Und das ist nämlich Geschmack White Chocolate Flavor. Da sind auch so weiße Schokoladenstückchen drin. Und das gemixt in Quark oder Joghurt oder Skyr. Könnt ihr aussuchen, was ihr wollt. Schmeckt so lecker. Habe ich mir jetzt neu in groß bestellt, weil mir eben das Pröbchen so gut geschmeckt hat. Und das mischt ihr euch einfach zusammen in eben Quark, Joghurt oder Skyr. Ein paar Früchte rein und das so habe ich immer so allein gelöffelt. Super, super lecker. Aber was ich jetzt mache, ich werde das einfrieren. So eine Platte und dann so in kalt. Das stelle ich mir richtig, richtig lecker vor. Ich habe jetzt hier Joghurt, das ist jetzt 3,8% Fett. Da mache ich jetzt eben dieses Proteinpulver. Ihr könnt da auch alles mögliche an Geschmack reinmachen. Ich meine, wenn ihr jetzt kein Proteinpulver habt, dann könnt ihr den einfach süßen mit Vanilleextrakt und irgendeinem Sirup. Ich mache da jetzt auf die Menge, mache ich mal jetzt 2 Scoops rein. Ja, das ist jetzt eine größere Menge. Und dann einfach Erdbeeren. Hikmet hat ja, wir haben ja seit vorletztes Jahr diese ganze Fläche Erdbeeren, habt ihr gesehen. Aber das sind Erdbeeren, die geben halt einmal Erdbeeren. Das heißt, ich hatte auf einmal richtig viele Erdbeeren. Die haben wir die ganze Zeit gesammelt. Dann habe ich die eingefroren, Marmelade gemacht und so weiter. Also auf einmal viele. Und dann hatte ja noch neu, habt ihr, wenn ihr die Videos regelmäßig geguckt, dann wahrscheinlich gesehen, wenn ich mal den Garten gezeigt habe, diese eine kleine Fläche, da hatte ja neu eine andere Sorte Erdbeeren eingepflanzt.
frag mich immer nicht, wie das heißt. Das hatte ich da gezeigt im Video. Kann mir das alles nicht merken. Auf jeden Fall sind das Erdbeeren, die geben ganze Zeit neue Früchte. Und das ist richtig praktisch. Habe ich irgendwie gesagt, das soll nächstes Jahr vielleicht noch mal mehr von denen, weil das finde ich sogar besser, weil immer alle paar Tage, also immer wenn ich so ein bisschen Erdbeeren will, dann gehe ich und pflücke mir halt ein paar Erdbeeren und habe halt sozusagen die ganze Zeit frische Erdbeeren, als bei den anderen. Die sind alle leer, also da sind nur noch ein paar gefrorene, weil wie gesagt, das ist dann so, da hatte ich richtig viel, keine Ahnung, 10 Kilo Erdbeeren auf einmal und dann musste ich die natürlich alle verarbeiten, weil da kommt man ja nicht hinterher, das alles aufzuessen, aber so ist es halt ganz cool. Also mixen wir, jetzt müssen wir das ja nicht süßen, weil das Proteinpulver gibt ja die Süße und dann eben diesen Geschmack. Ihr könntet jetzt auch Vanille nehmen oder Schoko oder was auch immer. Ich nehme jetzt so eine kleinere Form, weil ich glaube, ich muss gucken, dass ich im Gefrierfach überhaupt Platz finde, gerade jetzt für diese Sachen. Dann machen wir hier Backpapier, weil sonst friert das ja da drauf ein. Ich habe jetzt ein bisschen geschnitten. Normalerweise ruhig ein bisschen dünner machen, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht so eine große Form nehmen, weil mir das sonst nicht ins Gefrierfach passt. Und jetzt könnt ihr das Ganze toppen mit was ihr wollt. Und jetzt einfach nur noch so ein Farbklecks, weil ich hier noch gehackte Pistazien habe, mache ich die noch mit drauf. Das sieht halt einfach nochmal hübsch aus. Ab in den Gefrierschrank. Ich denke mal so 3-4 Stündchen vielleicht. Und dann machen wir den Taste-Test. Ich dachte, ich mache mal ein schnelles Garten-Update. Habe ich ja lange nicht mehr gefilmt, wie es hier aussieht. Hier haben wir ja ein Bäumchen mit türkischer Spitzpaprika. Hier, so ne und so ne. Ja, dann hier, sieht aus wie eine Wildnis. Oh mein Gott, hier waren ja, hier ist ja dieser Palmengrünkohl. Da hinten ist rote Beete. Oh mein Gott, diese Blätter, ne, die schmecken so lecker. Oder war das hier Mangold, die Ecke? Kann sein, dass das auch der Mangold war. Also der hat hier unterschiedliche an Rüben und so weiter. Auf jeden Fall diese Blätter nutze ich wie Spinat. Das schmeckt so, so lecker. Könnt ihr auf jeden Fall verwerten. Dann haben wir Auberginen. Die sind so lecker. Hast du letztens schon ein paar wie geerntet? Oh, okay, der kann mir die paar auch pflücken. Dann kann ich schon ein ganzes Gericht draus machen. 2, 3 habe ich schon im Kühlschrank. Ja, mega. Also hier sind 1, 2, 3, 4 Sträucher mit Auberginen, glaube ich. Ah, hier ist auch noch. Ach, schau mal hier, guck mal. Ja, Auberginen, dann ja, mega viel Zucchini. Das erkennt man ja an diesen ganzen Blättern. Also da ist richtig viel Zucchini. Kann ich echt nicht mehr sehen. Das sind die Pflanzen von Topinambur, heißt es, glaube ich. Aber krass, was das für lange Dinger werden. Ja, hier Mais, sieht man. Sonnenblümchen, da guck mal die Bienen. Hier sind die Weintrauben, die ja dann später hier noch weiter so hochwachsen dürfen. Dann hat er hier lauter Pots noch mit Gurke. Ah, hier sind auch nochmal diese türkische Spitzpaprika. Da ist alles grün überwuchert an Unkraut. Die Fläche wird ja nicht wirklich genutzt. Dann hier auch Gurken. Hier ist ja unser Hochbeet oder Hochbett, wie wir das ja so schön genannt haben, ne, was Sigmund hier gebastelt hat. Auf jeden Fall sind das unterschiedliche Kohlsorten, aber ich glaube, das wird nichts. Ich habe ihn schon gestern gefragt. Ja, da hat er sich nicht so gut drum gekümmert. Das war dann, glaube ich, doch alles ein bisschen zu viel dieses Jahr. Ja, keine Ahnung, ob das hier noch was wird. Ja, unsere Stangenbohnen, also Stangenbohnen habe ich auch die ganze Zeit richtig viel. Ich glaube, da war auch nochmal Aubergine. Ja, da sehe ich auch Aubergine da hinten. Das ist unser Salatbeet. Also ich habe die ganze Zeit schön frischen Salat. Muss ich mal heute auch ein bisschen was nehmen, was machen. Ja, Stangenbohnen ganze Zeit viel. Da koche ich auch eigentlich jetzt 2-mal die Woche. Gibt es bei uns Stangenbohnenessen. Oh, der Mais ist richtig gewachsen. Wow. Ich jetzt gerade erst, ich gehe auch selten raus, gerade ist mir alle zu warm hier. Ja, also Mais, dann hier anscheinend auch noch ein bisschen Gurke und so. Ja,
Das ist auch Aubergine, das ist auch Aubergine. Ne, hier, das meinte ich ja vorhin mit den Erdbeeren. Also das ist das, ne? Einmal richtig viel und dann ist finito. Ach, hier ein paar Chilis. Hier auch irgendwelche Chilis. Und dann hat er dieses Jahr eben die hier neu eingepflanzt, die Erdbeeren. Und das ist halt cool, seht ihr, also da kommt die ganze Zeit kommen da neue Erdbeeren. Also das ist viel praktischer. Da ist auch alles mit Paprika, mit der türkische Spitzpaprika oder wie die sich nennt. Und hier haben wir auch Mais und den Grünkohl oder beziehungsweise den Palmkohl. Und hier ist unsere Tomatenfläche und hier auch, hier haben wir auch die Stangenbohnen und hier Gurken. Wir haben gestern noch darüber geredet, dass er meinte, dass er nächstes Jahr das ein bisschen versetzter macht, weil ich komme mit den Gurken nicht hinterher. Aber das wird natürlich nichts weggeschmissen, also der verteilt sehr viel den Nachbarn und so weiter. Also da kommt nichts in Müll, keine Sorge, aber das ist einfach zu viel, weil ich halt, ja, so viel Gurken kommen wir nicht hinterher zu essen. Ich sag schon die ganze Zeit, die Kinder, ich nehme mir auch einfach so eine ganze Gurke und snacke die so. Ich sag den Kindern auch, die sollen die ganze Zeit snacken, weil es ist viel. Ja, und Tomaten. Also Tomaten ist nicht so viel wie letztes Jahr, aber dafür viel zu viele Gurken. Ah, hier sind noch schöne Fleischtomaten. Schöne Größe. Ja. Also das ist der aktuelle Gartenstand. Ah ja, guck mal, da hat er ja schon Gurken wieder hingelegt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, wieder Gurken. Ganz viele Gurken. Also heute wieder Gurkensalat. Es gibt auch jeden Tag Gurkensalat. For a little bit reality. Ich glaube, das kommt gar nicht so gut rüber hier in the camera, ne? Man diesen fetten Haufen hier. Nein, ihr Lieben, that's the reality. Für ein bisschen Realität. Einer zehnköpfigen Familie, wenn die Kinder aus dem Urlaub kommen, alle sieben, mit ihren dreckigen Sachen. Okay, ist auch noch Bettwäsche dazu gelandet, als sie nach ihrer Bettwäsche gewechselt haben. Ich sag's immer wieder, ich hatte keine andere Wahl. Ich musste meine Waschmaschinen hier unten in den Keller packen, weil wir haben oben in den Bädern gibt's keine Steckdosen. Ja, man könnte durchbohren, irgendwas machen, aber war für uns eigentlich klar. Ich habe mich erstmal so gefreut, oh cool, ein ganzer Waschraum so. Wow, aber nein, das Ding ist, ihr könnt das ignorieren, weil ihr geht dann einfach nicht runter. Wisst ihr, geht einfach nicht runter. Ihr wisst, guck mal, ich bin ja immer ehrlich, ne? Ich bin so ehrlich mit euch. Ich habe, bevor die Kinder gefahren sind, war hier auch so ein Berg. Der war auch so, vielleicht sogar noch größer. Und dann ist es so, dann hatte ich Paranoia. Ich hatte einfach Angst, runterzugehen, weil ich wusste, oh mein Gott, da ist so ein großer Berg, der auf mich wartet. Ich gehe nicht runter. Ich will nicht runter. Nein, nein, nein. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe innerhalb von ein paar Tagen alles dann gewaschen und es war alles leer. Alles war so schön leer. Ich habe das extra, weil ich wusste, wenn die Kinder kommen, kommen die natürlich mit dreckigen Sachen, ne? Und deswegen, und jetzt ist halt wieder der Haufen da. Aber auch das geht super schnell, weil ich mache nur die Wäsche an. Das ist das Ding. Ich mache nur an, weil mit dem Sortieren ist ein bisschen schwierig. Es ist wirklich, wir haben da kein System so wirklich. Die Kinder haben halt oben ihre Wäschekörbe und so weiter. Und dann sortiere ich das. Ich habe halt so meine Dings, wie ich die Wäsche anmache und so. Ich muss es denen langsam beibringen, I know. Ich weiß. Ich werde das irgendwie hinkriegen. Aber es ist halt so, ich mache eigentlich nur die Wäsche an. Die nehmen sie raus und hängen sie auf. Und ich habe zum Glück ja draußen so eine fette, wie heißt das, Wäschespinne oder so. Und dann, weil es ja super warm ist aktuell, also geht das super schnell. Also ich kriege das innerhalb von 2-3 Tagen, habe ich den Haufen weg. Also es ist schlimmer, es sieht schlimmer aus, als es ist. Also ich habe es bald habe ich es wieder geschafft. Das ist der Struggle. Deswegen, ich würde, wenn er irgendwann sowieso ausziehen müssen, nächste Mal auf jeden Fall will ich so einen Wäscheraum haben, wenn es möglich ist, dann überhaupt so, dann sowas, was halt eben im Wohnbereich, so Schlafzimmer, Etage mäßig ist, Schlafbereiche, da ein Raum mit Waschmaschine und so weiter, oder dann halt wirklich halt im Badezimmer anstatt so im Keller. Weil so war das so früher in der alten Wohnung, was halt so, ich hatte normal die Waschmaschine im Bad und die Wäschekörbe da und so weiter und dann hast du Wasser halt im Bad und hast gesehen, Wäschekorb ist voll und dann hast du automatisch, weil du da bist,
ne, du läufst daran vorbei, dann machst du automatisch an und raus und hängst auf. Aber so ist es halt, wie gesagt, du musst halt extra. Ich muss jetzt runter in den Keller Wäsche machen. Und wenn dieser Raum auch noch ein bisschen vernünftig vielleicht wäre, wäre es vielleicht auch noch mal was anderes. Wenn es unser Eigentum gewesen wäre, dann hätte ich mir hier einen schönen Raum gemacht. Dann hätte ich vielleicht auch Freude, hier runter zu gehen. Also, let's go! Ich mache jetzt schnelle Zucchini-Puffer. Ich habe das schon mal gemacht. Das war nur mit Zucchini, mit Lauchzwiebeln, viel Eiern und auch Mehl. Das hatte ich im Thermomix gemacht. Und dann, weil erstens, ich habe keine Lust am Herd zu stehen und zu braten, weil es zu warm ist. Deswegen machen wir die im Ofen. Und zwar habe ich die schon mal eben so gemacht, aber ein bisschen andere Rezeptur. Und da war das so ein bisschen, ja, wie so ein Zucchini-Pancake großer, würde ich so sagen. Also so war von der Textur so ein bisschen anders. Jetzt mache ich die ein bisschen anders. Und zwar nehme ich dafür Zucchini, ne, aus dem Garten, hier kleine, große, alles was da ist. Dann rote Zwiebeln. Ich werde jetzt hier alles hier wieder in meiner Küchenmaschine. Für die, die letztes Mal gefragt haben, die ist von Kenwood, bin ich sehr gut, sehr zufrieden damit, ne, mit diesen verschiedenen Aufsätzen, Scheiben oder eben Dings. Also die ist gut. Ja, rote Zwiebeln, ihr könnt aber auch Lauchzwiebeln nehmen oder so, aber ist halt ja nochmal für den Geschmack. Dann, die Kinder schälen da gerade, Karotten und Kartoffeln. Und dann, damit das Ganze ein bisschen mehr Proteine hat, aber halt will ich keine Eier reinmachen, weil wenn man Ei reinmacht, dann wird es so ein bisschen so flüssig, dann wird es halt wie so ein Pfannkuchen, sag ich jetzt mal, mache ich körnigen Frischkäse mit rein. Das ist nochmal als so Proteinquelle und ich denke, das, ja, weiß nicht, ob es jetzt auch noch hilft, normal das Ganze zu formen. Und dann ein bisschen zur Bindung, ein bisschen Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkel-Vollkornmehl, könnt ihr aber nehmen, was ihr wollt. Genau, das werde ich reinmachen. Salz, Pfeffer, ein bisschen würzen nach Geschmack. Und dann kommt das alles aufs Backpapier, aufs geölte Backpapier. Oben drüber auch noch ein bisschen Olivenöl, damit es auch so ein bisschen knusprig wird. Also ich heize jetzt den Ofen vor, ich mache das auf Umluft, damit ich alle drei Bleche gleichzeitig reinmachen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das wird. Ich mache hier alles Augenmaß. Ja, also ihr macht das auch nach Augenmaß. Es ist egal, wie viel Zucchini, wie viel Karotte, wie viel Kartoffel dabei ist. Ist vollkommen egal. Schaut einfach, dass ihr da am Ende... Ich gucke jetzt, ob ich die ein bisschen ausdrücke, die Zucchini. Aber ich habe immer keine Lust dazu. Ich glaube, ich mache es nicht. Ja, die Kartoffeln geben ja auch so ein bisschen die Bindung. Und das Mehl schaut einfach nach der Konsistenz. Und dann ab in den Backofen und dann fertig. Jetzt kommt noch der Körnige Frischkäse mit dazu. Könnt ihr weglassen, könnt Eier reinmachen oder gar nichts reinmachen. Wie gesagt, ich mache das jetzt extra nochmal als extra Protein. Ist ein Experiment, mal gucken. Ich habe es ja noch nie so gemacht. Deswegen bin ich gespannt. Kann ich noch eins reinmachen? Reicht, glaube ich. Pfeffer, könnt ihr auch würzen, wie ihr möchtet. Ich mache jetzt einfach nur Salz und Pfeffer.
Knoblauch, alten mit Knoblauch. Soll ich da Knoblauch jetzt noch reinpressen? Ich habe keine Lust. Knoblauch könnt ihr reinmachen. Ich bin jetzt so faul. So, das Mehl mache ich jetzt auch nach Augenmaß. Einfach damit das so ein bisschen fester wird. Ja, ich wollte es eigentlich so kippen, aber nee, ich mache es jetzt einfach mal so. Du machst ein Blech? Ja, was dachtest du denn? So, ich mache das mal nicht ganz so dick, das soll schon ein bisschen dünn werden. Dann verteile ich das jetzt so, damit das wirklich die drei Bleche werden. Das war jetzt genau richtig drei. Jetzt mache ich noch so ein bisschen Olivenöl noch so oben drauf, damit es so ein bisschen kross wird. Guck mal, wie lange. Also mindestens 30, 40 Minuten wird es vielleicht dauern. Wir werden sehen. So, ich habe die Zucchini-Puffer jetzt aus dem Ofen geholt. Und jetzt, was das Brett? Nee, egal. Wir machen es passend. Schneide ich mal schon mal eins. Lässt sich auf jeden Fall schön lösen. Die Ecken sind auf jeden Fall cross. Oh, viel Pfeffer reinmachen. Mmh. Eis. Mmh. Das schmeckt gut. Könnt ihr danach machen. Müsst ihr nicht an der Pfanne stehen und braten. Ist lecker. Mmh. Dazu ein bisschen Joghurt. Oder Gurkensalat, den ich ja jeden Tag mache mit Joghurt. Ja. Lecker. Das ist praktisch, weil die schmecken auch kalt gut. Also auch wenn die kalt sind, kann man die so snacken. Jetzt probieren wir noch das Protein Joghurt. Wie soll man das? Wie nennt man das? Ihr könntet, was ihr noch machen könntet, wäre jetzt noch so geschmolzene Schokolade oben drauf machen. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Schneiden wir das in schöne Stückchen. Ja, normalerweise noch ein bisschen dünner das machen. Ist sogar noch besser, wenn es so dünn ist wie so eine Schokolade. Meine sind jetzt ein bisschen dicker. Oh, lecker. Oh, mal probieren? Lecker. Ich genieße jetzt hier noch meinen Nachtisch. Wenn ihr das nachmacht, macht es ein bisschen dünner. Dann ist es noch mehr so, sondern hat man nicht so viel im Mund. Oder, was ihr eben auch machen könnt, wäre jetzt die Stückchen direkt in den Mixer. Und dann hat man ein Eis. Was ich noch ausprobieren will, was war das? Ach so, das war Eis auch aus körnigem Frischkäse. Soll wohl lecker sein. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr demnächst eher ein What I Eat in a Day sehen wollt. Also so ein bisschen, wo ich euch mitnehme so. Also was wir essen, aber so hauptsächlich, was ich auch so den ganzen Tag über so esse. Oder eher so ein wieder, ich teste ein paar neue Rezepte, weil ich habe wieder ein paar Sachen. Das war jetzt auch wieder jetzt hier so ein bisschen getestet, aber ich habe noch mehrere Rezepte, die ich austesten will. Ob die Sinn ergeben, ob die schmecken, ob ihr das sehen wollt, gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen.
Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier seht ihr auch noch das Video vom letzten Mal. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren irgendwo. Hier poppt ja immer irgendwas auf. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!